Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro the Dragon. Yo. Ich hab's schon wieder verkackt. Spyro 2 Gateway to Glimmer. So, ja, wir haben jetzt noch blöde Levels über. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem beschissensten an. Nämlich Glut. Für mich persönlich das beschissenste. Muss ich mich hier erstmal wieder an den Controller gewöhnen, weil ich habe nämlich gestern und vorgestern über den Xbox 360 Controller an meinem PC rumgezockt. Jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass der. Dass das, digital. Also das Steuerkreuz auf der linken Seite ist und nicht in der Mitte. Glut. Ew. Geh mal rein. Ich persönlich finde aber den PlayStation 213 Controller besser als Xbox. Also ich finde, der liegt besser in der Hand. Hallo Spyro, mein Bruder Hänsel und ich wurden hierher geschickt, um die Burg zu sprengen. Aber Hänsel wurde von den bösen Soldaten gefangen und ich sitze hier fest. Wenn du die Türen öffnen kannst, die den Weg versperren, kann ich Hänsel suchen und dann beenden wir unsere super geheime Agentenmission. Jo. Ja, mich stört das auch ein bisschen an dem 360-Controller. Dass der so unsymmetrisch ist. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, den zweiten, also den einen Stick, so halb in die Mitte zu setzen und den anderen auf die linke Seite. Das macht keinen Sinn. Ja, aber das Einzige, also was ich gut an dem 360-Controller finde, sind die Sticks an sich, weil die halt so eine Mulde nach innen haben. Und die, ich sag jetzt mal L und R2 Tasten. Ich weiß nicht, wie die auf dem Gamepad von der 360 heißen. Weil die auch ja eine Mulde haben. Was hier bei dem PlayStation 3 Controller nicht so ist. Da rutscht man nämlich gerne mal ab. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Ja. Aber im Allgemeinen finde ich den PS3 Controller besser. So. Ja, in dem Level hier, ich glaube, es gibt sogar eine Trophäe. Eine Trophäe! Ich schätze, dafür gibt's. Achso, das ist eine Palme gewesen. Ja, was ist denn da oben? Ich schätze mal, dafür wird's eine Dings geben. Ach, mir fällt dieses. Ich habe sowieso in letzter Woche total. In letzter Woche, in letzter Zeit total die Probleme, Wörter zu finden. Ich finde es echt. Weiß ich nicht, auch unangenehm irgendwie, weil dann die ganzen. Ich will dann irgendwas erzählen, womit ich sowieso immer Probleme habe. Und dann warten die Leute immer auf das, was ich sagen will. Es ist meistens eh irgendwas Unwichtiges. Weil dann haben die halt ihre gute Zeit dafür investiert, auf so ein Bullshit von mir zu warten. Ach nein, hier gibt's diese. Die Aufgabe mit Jäger. Ja, wir machen hier erstmal die ganzen Gegner platt. Ich habe mir vom Netto heute Blutorange gekauft. Das ist voll niedlich. Und zwar gibt es in Amerika meistens Milch, Wasser. Na, Wasser weiß ich gar nicht genau. Orangensaft, also bei Orangensaft bin ich mir ziemlich sicher, immer in so Plastikkanistern, wo dann, keine Ahnung, 5 Liter drin sind oder so. Oder zwei. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier so einen ganz kleinen Mini, Kanister, genau, mit 1 Liter. Das ist voll niedlich. Und der schmeckt voll gut, der Saft. Und der war auch noch runtergesetzt, weil der, ich glaub, übermorgen abläuft oder so. Ich krieg den mal eh leer. Von daher. Nein, das machen wir noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal zum Jäger.
Biere erstmal aufsammeln. Bier schmeißt noch nicht. Ich möchte erst aufsammeln. So, ich glaube, das war's. Ja. Hallo Jäger. Die Affen sind aus dem Zoo von Avala ausgebrochen und ich wurde hergeschickt, um sie zu fangen. Doch die werfen mit Kokosnüssen nach mir und das tut weh. Kannst du mir helfen? Das tut weh und die werfen nach mir. Jo. Toll. Renn nur gegen den Baum, bevor ich getroffen werde. Ich kann die Affen fangen, wenn sie fallen. Komm mit. Affen von den Bäumen stoßen 2 von 5 Sternen. Ich finde das mit ganz angenehm hier mit der Kamera. Okay, wo läufst du hin? Sie mir so eine merkwürdige Reihenfolge haben, ne? Ich krieg sie natürlich immer ab. Läufst du hin? Ist der da? Oh, da hatte ich aber wieder Glück. Ich denke mir, die werden... Danke für deine Hilfe, Spyro. Nimm das bitte. Einer der Affen hatte es. Ich denke mal, die werden 2-mal nach mir schmeißen und das 3. Mal dann auf den Jäger oder 3-mal auf mich und dann auf den Jäger. So, jetzt muss ich hier noch die anrempeln. Ich rempel hier mal jetzt nochmal jeder an, weil ich weiß nicht, ob das gezählt wird, weil das halt so ein Challenge-Ding war. Ich weiß sowieso nicht hundertprozentig, ob das jetzt hier was war. Ich glaube, die zählen eh nicht dazu, weil die nicht was fallen lassen. Die aber wieder. Ach genau, ja, hier kann man nämlich nicht hoch. Hier ist so eine Levelgrenze. Rutscht man immer so süß runter. Okay. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich nehme die einfach nochmal mit. Wir leben wieder. So. Und das nächste Fähnchen. Gut, da drüben sind jetzt, glaube ich, viele wütige Fuzzis. Mein Bauch hat gerade Geräusch gemacht. Nicht auf mich schießen. Nein, 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 nein. Ich habe gerade ein bisschen Panik gekriegt. Ich hoffe mal, ich denke dran, alle alle Palmen anzufauchen. Ob ich hier einfach mal dreist am Abkacken bin, ey. Ja, bis. Strudel ist noch nicht da. Na gut. People's Strudel. So, ich muss erst hier hoch. Oh Mann, ich werde gleich bestimmt getroffen. Bin ich tot. Ah, wenn ich überhaupt mal da hochkommen würde.
Ich hab das, glaube ich, sogar gehört, dass ich zweimal X gedrückt habe. Das war jetzt extra. Oh, sogar ein Leben. Ist ja unfassbar. Dann riskiere ich das jetzt, um auf den zuzufliegen. Ich mag den nicht. War der nicht ein Zehner oder war der vorne? Ich glaube, der war vorne, der Zehner. Dann machen wir jetzt hier wieder unser Fähnchen hoch. Und den Zweier noch holen. Den hat er nämlich eben abgeschossen. Warum auch immer. Irgendwie scheinbar der Spaß dran hatte. Ah, jetzt ist der Schule da. Dann gehen wir da jetzt erstmal hin. Oh, das wird spaßig. Och man, ich habe eigentlich mit mehr gerechnet. Das sieht trotzdem schön aus, wie hier die ganzen Edelsteinchen rumliegen. So, das ist hier wieder der Anfang. Schlafen gerade ein bisschen meine Füße ein. Ich weiß auch, wo dran es liegt. Weil ich mich nämlich wieder abgestützt habe auf meinem Oberschenkel. So, das war's hier oben. Oder? Ja. Dann gehen wir wieder runter. Komm ich da hin? Ja. Das war ganz gut. Hier ist noch ein Zweier versteckt. Ich weiß, ich bin da an was vorbeigelaufen, aber da will ich gleich erst hin. Weil da ist nämlich das Levelende. Gehen wir erstmal. Nee, hier oben ist, glaube ich, eine Aufgabe, oder? Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr gehen. Achso, da war ja noch dieser eine. Dieser Riesenklunker. Spyro, du bist ein klasse Geheimagent. Jetzt können Hänsel und ich unsere Mission beenden. Du kannst übrigens diesen Talisman haben. Ich habe ihn gestohlen, als die Soldaten nicht geguckt haben. Ja, und das ist das gleiche, wie da oben auf diesem Stöckchen drauf ist. Nur ein bisschen schöner. Gut, dann machen wir jetzt die Aufgabe von Hänsel. Ich mag diese Aufgabe nicht, dieses Bäh. Hey, Spyro. Wir brauchen diese Fahnen als Beweis, dass unsere Mission erfolgreich war. Aber der Fahnenwart nimmt sie uns immer wieder weg. Wenn du ihn ausschalten könntest, kannst du die Fahnen zurückbringen. Mein geheimer Dekodierring sagt, dass dieser Powerpunkt dir helfen sollte. Fahnenwart vom Fahnenmast schießen mit Fahnen zu Hänsel zurückkehren. Okay, der Rückweg war, glaube ich, mega asozial. Oh, auch noch auf Zeit. Splack. Okay. Jedenfalls sitzt der Spacko da oben drauf. Das sieht ein bisschen aus wie so ein kleines Kind mit einer Windel. Ich habe gerade irgendwie die E-Mail bekommen. Das ist wichtiger.